Hallo und herzlich willkommen bei Games TV 24 Daily. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten heute mit einer guten Nachricht. Rayman Origins ist kostenlos und zwar ab dem 17. August. Da beginnt in Köln ja auch die Gamescom. Kann man bei Uplay Rayman Origins kostenlos herunterladen für den PC. Das Angebot ist 30 Tage lang gültig. Rayman Origins ist ursprünglich 2011 erschienen und heimste durch die Bank Topwertungen ein. Und Ubisoft, das Ganze passiert ja im Rahmen von 30 Jahren Ubisoft. Die feiern gerade das gerade mit diesen Gratisaktionen unter anderem. Und in den kommenden Monaten sollen da auch noch weitere ältere PC-Spiele bei Uplay verschenkt werden. Aktuell beispielsweise kriegt man ja Splinter Cell gratis und weitere in Frage kommenden Kandidaten für die Geschenkaktion werden ja zum Beispiel unter anderem Assassin's Creed Beyond Good and Evil und auch andere Titel. Erst ab 18 Jahren freigegebene Spiele sind da wohl eher dann nicht zu erwarten. Aber behaltet Uplay im Auge. Wie gesagt, so ein kostenloses Spiel, auch wenn es ein bisschen älter ist, nimmt man ja ganz gerne mit. Gerade wenn es so eine gute Qualität hat wie Rayman Origins. Eine weniger gute Nachricht für Leute, die auf Gwent warten, da auf den Beta-Start vor allen Dingen. Gwent, das ist ja dieses Kartenspiel zu The Witcher, das jetzt ein Standalone-Spiel wird und das sollte eigentlich demnächst in die geschlossene Beta-Phase starten. Und jetzt geht es am 25. Oktober los und nicht bereits im September und der Grund dafür ist, man benötigt schlicht einfach noch etwas mehr Zeit. Da sind die Entwickler eigentlich ganz ehrlich, wir sind noch nicht so weit, um euch da die Beta zu präsentieren, weil da sind halt einfach noch ein paar Fehler drin, vielleicht ein paar Gameplay-Geschichten, die noch optimiert werden müssen. Und man entschuldigt sich vor allem trotzdem dafür, obwohl man das wahrscheinlich gar nicht müsste, aber man entschuldigt sich dafür, dass es da noch ein bisschen länger dauert. Und ja, sei sich der Enttäuschung da bewusst. Meine persönliche Meinung ist, sollen sie ruhig noch ein bisschen dran arbeiten, damit das dann auch eine runde Geschichte wird, weil heute erwarten ja Spieler auch von einer Beta schon ein funktionierendes, gutes Spiel und von daher lasst euch ruhig noch ein bisschen Zeit damit, liebe Leute von CD Projekt, dann haben wir sicherlich auch deutlich mehr Spaß. So, kommen wir zum nächsten Thema der Stunde, nämlich No Man's Sky. Ja, da ging das Internet gestern ja ein bisschen steil. Geht natürlich vor allen Dingen um diese Multiplayer-Geschichte. Ihr erinnert euch, ich hatte ja gestern ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, da haben sich zwei Spieler auf einem Planeten getroffen, beziehungsweise haben sich auf einem Planeten verabredet, wollten sich da treffen und haben sich dann nicht gesehen. Und das hat natürlich dann die Kritiker auf den Plan gerufen. Und einige behaupten ja auch, dass sie eigentlich dachten, dass No Man's Sky einen Multiplayer-Modus hat. Die Entwickler haben das ja immer mal wieder so angedeutet, dass man sich im Spiel treffen kann. Dass es zwar extrem unwahrscheinlich sei, aber sehr wohl möglich sei. Und ja, offenbar geht es jetzt nicht. Und keiner weiß so genau, warum das der Fall ist. Ein paar Leute, Sean Murray, der Chefentwickler von No Man's Sky, der ist da jetzt so ein bisschen, hat jetzt so den schwarzen Peter dafür, weil er sich da auch nicht so richtig äußert zu den Fragen, die Leute an ihn haben. Daher der hat da eher so ein paar salbungsvollere Antworten und lobt die Netzwerktechniker und so weiter und so fort. Aber so richtig weiß man halt nicht, was da Sache ist. Müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Was auf jeden Fall auch ein Problem ist, ist, dass die PS4-Version von No Man's Sky nicht so ganz fehlerfrei läuft. Seit dem Release mehren sich Berichte über Abstürze. In der Tat, das können auch wir bestätigen, auch als wir für unseren Test jetzt gespielt haben, stürzte No Man's Sky mehrmals ab. Da gab es eine Fehlermeldung, man landete im Dashboard und musste das Spiel dann neu starten. Der Absturz, der scheint bei uns vor allem nach dem Speichervorgang zu geschehen, wenn der Spieler zu schnell weitere Ressourcen abbaut. Zudem konnten wir Abstürze feststellen bei Warp-Sprüngen, die uns in ein anderes Sonnensystem führen. Und außerdem gibt es dann derzeit vermehrt Serverausfälle, sprich das Spiel verliert die Verbindung zum Server. Ist jetzt nichts Schlimmes, man kann halt den Singleplayer, beziehungsweise man kann ja ganz normal weiterspielen, aber man kann seine Entdeckungen dann nicht hochladen, die erscheinen dann ein bisschen später erst im Spiel, kann natürlich daran liegen derzeit, dass sehr, sehr viele Leute das natürlich spielen wollen und dadurch die Server ein bisschen überlastet.
sind Sean Murray dazu. Es ist ein Beweis dafür, wie großartig unsere Netzwerkingenieure ist, dass die Entdeckungen überhaupt noch möglich sind. Das schreibt Sean Murray dazu. Und ja, ob sich der Kauf überhaupt lohnt zu No Man's Sky, ich will jetzt gar nicht so viel drüber reden, das erfahrt ihr natürlich in einem Test bei uns auf den Webseiten oder ihr schaut euch heute unsere Diskussionsrunde an zu No Man's Sky. Da sprechen wir ein bisschen darüber, über die, was uns daran gefallen hat an dem Spiel und was uns nicht gefallen hat. Das kommt heute im Laufe des Tages, so am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr oder so, werdet ihr das sicherlich bei uns dann finden. Also, zu No Man's Sky, gut, was die Serverprobleme angeht, muss man wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben. Und was diese Multiplayer-Geschichte angeht, da müssen wir mal gucken, was so die nächsten Tage da ergeben. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung, nämlich Quantum Break, auch nicht mehr ganz so taufrisch das Spiel ist, aber Microsoft hat da jetzt Wort gehalten, wird Quantum Break in Kürze auch der Masse an PC-Usern zugänglich machen, die eben nicht im hauseigenen Microsoft Store einkaufen wollen oder können. Ihr wisst ja, braucht man ja auch Windows 10 dafür, um Quantum Break zu spielen. Ab dem 14. September 2016 wird das Ganze inklusive aller bislang nachgeschobenen Updates dann auch digital bei anderen Plattformen erhältlich sein. Und ja, müsst ihr dann einfach mal schauen. Wir werden auch mal gucken, wie sich die Grafik dann entwickelt. Quantum Break war ja ein Spiel, das gerade in technischer Sicht nicht ganz problemlos gestartet ist. Besonders die PC-Version war da betroffen. War für viele sicherlich auch eine Enttäuschung, auch was die Technik angeht, weil sich das Ganze doch noch sehr an die Xbox One, an die Limitierung der Xbox One orientieren musste. Und von daher ja, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt hat. Gibt auch eine Collector's Edition dazu. Und die nennt sich Quantum Break Timeless Collectors Edition. Das könnt ihr euch dann auch da mal anschauen. So, das war's mit den News für heute. Wie gesagt, zu No Man's Sky gibt es dann später noch was hier auf GamesTV24. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage hoffentlich bis morgen. Tschüss.